Hallo, liebe Jungfrau, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns gemeinsam im Kollektiven vom 15. bis zum 30. Juni 2023 uns anschauen, was erwartet dich und vor allem in diese zwischenmenschliche Beziehung, ja, die du gegenüber anderen hast. Also das ist jetzt hier nicht unbedingt das Herzensmensch. Du hast nämlich eine Beziehung auch zu Freunde. Du hast auch eine Beziehung zu Arbeitskollegen und das ist auch ein wichtiger Aspekt, ja. Bitte bedenke, liebe Jungfrau, das alles, was ich jetzt hier sage, das kann mit dir nicht wortwörtlich resonieren. Erstens, weil es eine kollektive Legung ist und zweitens, weil jedes Mal etwas anderes preisgegeben wird. Was du aber auch machen kannst, ist, hör dir deinen Aszendent, Mond und Venus Sternzeichen. Das kann gut sein, dass du in den anderen Energien quasi die Antworten finden wirst, die du brauchst für dich. Okay, gut, dann würde ich sagen, liebe Jungfrau, lass uns starten, ja? Okay, im Kollektiven, für dich, mit den Reflexionskarten, ja? Was wird uns dargestellt? Um was geht es hier? Vom 15. bis zum... Aha, da ist fast eine Karte gesprungen. Ich habe sie aber noch gehoben. Vom 15. bis zum 30. Juni. Neid. Das will ich auch. Erfolg anderer als Ansporn zu nehmen. Nimmt dir das Leid des Neids. Ich habe das Gefühl, liebe Jungfrau, dass hier ein bisschen Neid herrscht. Ja, da wo du vielleicht bist, da vielleicht wo du arbeitest in deiner Umgebung. Dass hier vielleicht jemand neidisch sein könnte auf dich, auf deinen Erfolg, das was du alles geschafft hast. Ja, der Neid kann wirklich sehr viele Hintergründe haben. Ja, das kann bei allem liegen, wieso diese Person neidisch ist auf dich, ja, also wie gesagt, das könnte hier ein Arbeitskollege sein, könnte auch in der Familie sein, natürlicherweise könnten das hier auch Freunde sein, das ist quasi auch das Thema, das dich vielleicht in diesem Zeitraum auch beschäftigen könnte, ja, also entweder ist es klar, du könntest hier auch mal ein bisschen neidisch sein, liebe Jungfrau, aber ich denke auf eine gesunde Art und Weise, das ist jetzt nicht schlimm, wenn man mal auch sagt, hey, guck mal, was die eine schon alles geschafft hat. Aber ich habe das Gefühl, liebe Jungfrau, ich weiß, wie gut du bist und wirklich, wie engagiert du dich, wie sagt man das, in die Dinge hineinversetzt, ja, dass du wahrscheinlich auch sehr viel Neid hast, ja, dass viele Menschen dich beneiden, wie gut du bist, ja, vor allem könnte das auch beruflich sein, ja, okay, gut, machen wir weiter und zwar mit unseren ganz normalen Orakelkarten, weil ich werde jetzt einfach hier schauen, was für eine Situation dich erwartet, ja, guck mal, dich nehme ich, ich habe dich auch ein bisschen gesehen, Progetto, du hast ein Projekt, sag ich doch, du bist ein Mensch, der wirklich... Jungfrau-Menschen sind Menschen, die wirklich, wenn sie etwas starten, ja, das sollte sie wirklich begeistern, sonst machen sie das nicht. Ja, die Jungfrau-Menschen brauchen jedes Mal, wenn sie etwas starten, etwas Stimulierendes, sonst machen sie das nicht gerne. Ja, das ist so. Die Jungfrauen haben hier wahrscheinlich ein Projekt, irgendetwas, ja, auf die Beine gestellt. Das könnte hier beruflich sein, könnte aber auch ein Hobby sein, ja. Irgendetwas, aber wir werden gleich nochmal schauen, ja. Was hier auf dich zutreffen wird oder was dich hier auch erwartet, ja. Vom 15. bis zum 30. Juni, Kommunikation, also du erhältst hier irgendwelche Nachrichten, hier wird geredet, gesprochen. Vielleicht ist es auch so, dass hier eine Teambesprechung sein wird. Das habe ich hier auch, nämlich so ein starkes Gefühl. Und das könnte auch gut sein, wir haben hier zwei Varianten, liebe Jungfrau. Sehr, sehr schön, fängt schon mal sehr gut an. Also die erste Variante ist, du gehst hier auf einem Projekt, ja, du startest hier etwas, du machst vielleicht beruflich auch etwas Neues, indem du hier auch eine Geschäftsreise betätigen könntest, ja, oder du sagst, ich gehe im Urlaub, ich fahre im Urlaub, ich bin schon vielleicht im Urlaub, ja, ich fahre einfach weg, das könnte ja auch gut sein. Die andere Variante ist, du hast Kontakt mit jemandem aus der Arbeit. Du hast hier ein Flirt und ihr schreibt miteinander. Bitte setze es nur um, wenn es so ist, ja, weil es ist eindeutig. Ich habe diese Karte ja auch Flirt genannt, weil sie nach dem Flirten
mir eben diesen Eindruck gibt, Entschuldigung. Und deswegen würde ich hier auch sagen, das könnte hier so eine Flirtgeschichte sein, ja, dass man vielleicht hier sich gefällt, dass man den Arbeitskollege schön findet, die Arbeitskollegin. Man könnte hier was trinken gehen, ja, das ist die erste Variante, die ich jetzt hier aus diesem Flirt sehe. Und die anderen zwei Varianten, das ist klar, hier könnte das beruflich sein. Du investierst hier Zeit, du tust etwas, du hast hier ein Projekt und du bekommst hier eine wichtige Kommunikation. Ja, das kommt dir immer darauf an, was machst du gerade, liebe Jungfrau? Um was geht es hier? Was tust du gerade für dich? Ja, was stellst du auf den Beinen? Also hier könnte wirklich etwas Wichtiges kommen, Ricerca, und du bist auf der Suche. Entweder du suchst hier nach Ressourcen, ja, wie du diesen Projekt starten könntest, am besten, ja, oder das ist wirklich so eine Sache, indem du Informationen suchst über diese Person. Könnte ja auch gut sein. Du informierst dich, ja, liebe Jungfrau, das ist klar, du bist da sehr mental, ja. Das ist jetzt nicht einfach so, dass jemand dein Herz an deinen Herz rankommen kann. Also erstmal versuchst du diese Person richtig kennenzulernen. Was ist sie? Was mag sie? Was macht sie denn gerne in seiner Freizeit? Also das ist wie wenn du auf der Suche bist, wie wenn du erforschen würdest gewisse Dinge. Natürlicherweise bist du gerade das, also du tust das gerade, das passiert jetzt, würde ich auch sagen, weil du hast diese Karte am Ende der Orakel. Entweder ist es tatsächlich eine berufliche Situation, indem du jetzt nach Ressourcen suchst, ja, du bist auf der Suche nach etwas, was passt für dich, aber die andere Variante könnte ja auch gut sein, du hast hier einen Flirt mit jemandem, ja, das können wir hier auch sagen. Und du versuchst, die Kontrapart so gut es geht kennenzulernen. Natürlicherweise haben wir jetzt diesen Neid. Der Neid kann ja auch sein, liebe Jungfrau, du bist eine sehr attraktive Frau oder Mann. Und natürlicherweise ist es auch so, dass deine Kollegen dich beneiden könnten, ja, wenn du jetzt hier Pluspunkte hast, sagen wir mal so. Oder du hast vielleicht ein Projekt in der Hand bekommen. Wichtig, wichtig, ja, man hat dir einen Auftrag gegeben, der vielleicht keiner bekommen hat, nur die Jungfrau selber, ja. Und da könnten die anderen auch Augen machen, ja, weil du jetzt gerade das managen tust. Du bist halt gut, das sage ich jedes Mal. Die Jungfrau-Menschen, ich sage das jetzt nicht nur so, sondern das ist klar, man liest sehr viel, man informiert sich, man hat auch dann mit Menschen zu tun. Ich merke, die Jungfrauen, die strengen sich immer an, da wo sie arbeiten. Sie machen wirklich die Dinge, sagen wir mal, die sind da Perfektionisten, ja, sie versuchen wirklich das Beste vom Besten rauszuholen, ja. Manchmal muss man sogar die Jungfrauen bremsen, ja, weil sie da wirklich sehr, sehr gut sind. Okay, gut, machen wir weiter. Für dich im Kollektiven. Ja, unser Hund bellt wieder. Ja, da ist unser Nachbar, aber keine Sorge, mein Mann ist da, meine Kinder, die haben ihn wahrscheinlich rausgelassen. Da stehe ich jetzt nicht auf. Visione distorta. Da ist jemand, der die Sachen nicht richtig sieht. Jemand sieht hier die Dinge nicht richtig. Jawohl. Hier ist wieder dieses Spostamento. Hier reist jemand oder hier bewegt sich jemand. Ich habe das Gefühl, liebe Jungfrau, entweder ist es deine Energie oder das ist die Energie von jemandem, mit dem du Kontakt hast. Deine Kontrapart, aber Kontrapart bedeutet nicht gleich Partner. Bitte, ja, diese Person, die in deiner Nähe ist. Damit meine ich das. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt in einer Beziehung bist oder nicht. Das spielt jetzt hier gar keine Rolle. Du setzt das einfach um, das, was für dich wichtig ist. Wir reden jetzt hier nicht über die ganze Zeit den Herzensmensch. Da gibt es extra Legungen für dich, ja? Ich rede jetzt hier allgemein, wie wenn hier jemand nicht sehen würde, was die Sache ist, wie wenn jemand nicht den klaren Blick hat von der Sache. Also entweder bist du das, du siehst vielleicht die Dinge noch nicht richtig, so wie du sie sehen möchtest, okay? Du brauchst Zeit. Du versuchst wirklich dich in diese Situation so gut es geht reinzusetzen, ja, dass du vielleicht auch mehr sehen könntest. Das könnte aber auch gut sein, eine Person, die in deiner Nähe ist, eine Kontrapart, sieht diese Situation nicht richtig, nicht wie man das sehen sollte. Visione distorta bedeutet, schließ deine Augen auch, wie diese Hexe hier das macht, und schau in dich rein. Dann kannst du vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel haben. Manchmal ist es auch so, das mache ich öfters, diesen Tipp gebe ich euch auch mit.
wenn ihr mal wirklich in diesen Phasen seid, in dem ihr wirklich sagt, oh Gott, ich weiß jetzt nicht, wie soll ich denn weitermachen? Oder ich sehe nicht die Antwort, ja, ich suche nach einer Antwort, weil du bist hier, alla ricerca, du bist hier nach der Suche und du suchst bestimmt etwas. Ich weiß nicht, suchst du Antworten, suchst du Ressourcen, ja, die du in dir nur hast, in dir, liebe Jungfrau, weil du hast alles in dir. Ja, man sollte sich immer nach innen wenden. Und das ist gut, wenn wir wirklich mal die Augen schließen, auch nur für 5 Minuten, indem du auch zählst. Du kannst bis 30, bis 40 zählen, ja, und es dir sagen, ja, dass du gerade wirklich nach einer Antwort suchst. Und dann könnte diese Antwort kommen. Also bei mir funktioniert das tatsächlich. Also das ist wirklich kein Scherz. Ich mache das jedes Mal. Ich gehe wirklich in eine Art, wie wenn ich jetzt in Trance wäre. Aber das ist keine wirkliche Trance. Ich nehme mir wirklich diese 5 Minuten. Ja, das ist einatmen, ausatmen und dann frage ich nach Antworten, die ich nicht sehe. Ja, weil das ist so. Wir sind manchmal so intensiv beschäftigt mit dem Mentalen, mit dem Verstand, dass wir wirklich nicht das sehen, was vor uns liegt. Ja, also wie gesagt, hier sehe ich auch ums Postamento, bedeutet Fortbewegung, jemand bewegt sich oder jemand reist hier auch. Ja, wie ich ja vorhin gesagt habe, eine Reise. Gambiamento, hier sind Veränderungen. Also entweder ist es so, liebe Jungfrau, dass du jetzt gewisse Dinge änderst in deinem Leben, dass du vielleicht auch umgezogen bist. Das könnte ja auch eine Veränderung sein, ja, dass du jetzt vielleicht auch sagst, ja, Katja, damit ich jetzt die Situation gut beherrsche, damit in meinem Leben gewisse Dinge anders laufen, gibt es hier auch Veränderungen, indem du hier auch quasi, zum Beispiel, du könntest hier umziehen, du könntest hier aber auch, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, dir ein neues Auto kaufen, indem du etwas änderst in deinem, wie sagt man das? Vehicolo, mit dem, was du dich fortbewegst. Stell dir mal vor, liebe Jungfrau, du gehst zur Arbeit mit dem Zug und du sagst, mit dem Zug passt es mir nicht mehr. Ich brauche ein Auto, also steige ich jetzt im Auto um, ja? Oder auch umgekehrt, ja? Du machst jetzt Veränderungen, du sagst, okay, weißt du was, das Auto ist mir zu teuer geworden. Ja, das gibt es ja jetzt heutzutage. So bei uns in Baden-Württemberg gibt es doch diese Ticket. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt für junge Menschen sind, aber auf jeden Fall kannst du ja mit dem Zug reisen. Ja, also ich früher habe sehr viel mit, ich bin sehr viel nach dem Bodensee mit dem Zug. Das ist klar. Mit dem Auto würde ich nie einen Parkplatz finden. Ja, also das könnte ja auch gut sein, dass du gewisse Veränderungen machst. Manchmal sind diese Veränderungen Kleinigkeiten. Ja, das sind alltägliche Dinge. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, Segni e sincronicità. Wow, du bekommst hier Signale, du bekommst hier Warnungen von dieser höheren Macht. Das ist wie wenn du nicht alleine bist. Das ist wie wenn du immer jemand hast oder auch wenn es, guck mal, das ist jetzt hier eine Rabe. Kennt ihr das? Also ich sehe oft Raben, das ist klar, man sieht sie oft. Und dann gibt es auch bestimmte Raben, die wirklich da stehen bleiben und das ist wie wenn sie mit dir kommunizieren. Ja, also das könnte auch gut sein, du hast ein Krafttier, du träumst etwas, ja, und du bekommst tatsächlich wie ein Wegweiser. Das ist wie wenn du nicht alleine bist. Also du hast tatsächlich in dir einen Wegweiser. Ja, wow, sehr, sehr schön. Also ich habe das Gefühl, liebe Jungfrau, du könntest in dir wirklich sehr viel rausholen. Ja, sehr viel machen laut den Hexen. Du könntest sehr viel erreichen, aber auch wenn du Veränderungen annimmst. Ich weiß, diese Jungfrauen, diese Erdelemente, ja, auch Stier, Steinböcke auch, ja, das ist nicht immer einfach, Veränderungen. Auch Löwe, auch wenn es ein Feuerelement ist, ist anders wie ein Schütze oder vielleicht auch ein Widder. Bei dem Löwe ist diese Opposition auch wie beim Jungfrau, ja, dass man vielleicht nicht gerne Dinge macht, die nicht zur Routine gehören, ja. Man muss immer schauen, wo sind die Sternzeichen platziert, ja. Das ist doch mal eine Sache, die ich neu gelernt habe. Löwe und Jungfrau, ja, die haben auch sehr viele Gemeinsamkeiten, obwohl man denkt, geht doch gar nicht. Feuerelement und Erdelement, doch. Sie sind auch bei ihm zu Dirk, das merkst du ja. Wenn du siehst, im Löwe wird er das Mund gehalten, wie wenn die Jungfrau den Löwe wach halten kann, ja, in die Ruhe halten könnte. Also das ist auch metaphorisch gemeint. Also ich sag ja viele Sternzeichen oder auch Waage, Waage mit Jungfrau, ja, die teilen sich da auch etwas da oben in den Planeten. Also quasi, das ist wie wenn die Richtung genauso gleich wäre wie bei dem Waage. Ja, also das gibt immer solche Situationen, in denen sich die
Sternzeichen auch ähneln, obwohl sie ja nichts am Hut haben. Ja, das kann ja auch gut sein. Okay, gut, liebe Jungfrau, wir werden uns jetzt hier einfach mal die Situation mit den Orakelkarten La Sibylla. Das, was ich jetzt hier sage, muss nicht unbedingt mit dieser Situation resonieren, weil ich könnte hier eine ganz andere Situation bekommen, ja? Das ist klar, das sind hier andere Karten, die sagen hier auch etwas anderes. Mal schauen, was sie uns preisgeben, ja? Vom 15. bis zum 30. Also hier auf jeden Fall eine wichtige Kommunikation, die stattfinden wird. Vielleicht ist es ja auch nur ein Flirt, den du hast. Du schreibst mit jemandem. Du versuchst, diese Person kennenzulernen, ja? Natürlicherweise dürfen wir nicht diesen Neid vergessen. Der ist da, ja? Und ich meine, du bist vielleicht irgendwo, hast etwas erreicht, liebe Jungfrau, und du hast Menschen, die dich beneiden. Vielleicht auch, weil du wirklich gut bist in dem, was du machst, ja? Oh, hier sind zwei Karten gefallen. L'amante e lacrime. Hier ist jemand traurig. Also ich habe das Gefühl, dass hier vielleicht jemand irgendwie Gefühle entwickelt hat. Das könnte hier tatsächlich jetzt in der Liebe sein. Wir sehen jetzt hier eine Liebessituation. Jemand, der sich vielleicht zu viel geöffnet hat. Jemand, der vielleicht sich zu viele Hoffnungen gemacht hat. Und die andere Person das vielleicht nicht erwidert hat. Das könnte ich mir hier auch vorstellen. Natürlicherweise setzt du das jetzt bitte um. Ja, Giovane Bruno, es geht hier um einen Typ. Das könnte gut sein, dass vielleicht hier einfach die Situation nicht so gelaufen ist, wie man das sich vorgestellt hat. Okay, das ist die erste Variante, dass dieses Weinen, dass diese Lacrime, ja, diese Tränen von dir sind. Aber das könnte auch gut sein, dass es die Vergangenheit ist. Und dass du jetzt hier mit diesem Typ, hier wird da so ein dunkelhaariger Giovane Bruno, bedeutet, der ist jung, der könnte auch jünger sein als du, wenn du jetzt die Frau bist. Du setzt das jetzt um. Natürlicherweise, wenn du jetzt der Mann bist, könntest du jetzt sagen, ich habe wegen ihr sehr viel gelitten wegen dieser Frau. Ja, hier könnten auch Männer sein, das ist klar, hier schauen auch Männer zu. Du könntest hier dunkelhaarig sein, ein junger Kerl sein, der hier vielleicht auch gelitten hat. Jeder hat mal solche Situationen. Aber ich könnte mir hier auch vorstellen, dass hier, ja, l'amore, hier ist die Liebe. Ja, also falls du jetzt sagst, Katja, ich bin Single, ich habe niemanden kennengelernt oder ich habe gar nicht mal ein Treffen mit jemandem, mit niemand, nada. Dann lässt du es weg, dann ist es nicht deine Legung, die hier. Weil jetzt reden wir hier über die Liebe, ganz stark, Amore. Hier ist eine neue Situation, entweder ist es die neue Situation oder das ist immer noch die alte. Man leidet hier, ja. Aber ich würde hier sagen, diese Dame ist hier sehr verliebt. L'amante bedeutet, diese Frau würde alles tun. Diese Frau ist, wie sagt man das auf Deutsch, die Sposta. Ich überlege jetzt gerade, ja, das ist immer diese Sache. Ich überlege, ich sage das auf Italienisch, damit ich das dann auch ein Wort finde, die Sposta. Sie ist fähig, alles zu tun. Sie würde alles tun für diesen Mann. Ja, also. Natürlicherweise kann das auch sein, du hast jetzt hier eine neue Frau kennengelernt. Wenn du jetzt der Mann bist, wow, du hast Glück, du hast hier die richtige Frau gefunden, würde ich mal sagen, für diesen Moment, ja. Dass du jetzt sagst, wow, sehr, sehr schön, schönes Klima. Aber wenn du jetzt hier die Frau bist, könnte es auch gut sein, dass du vielleicht schon ein paar Schritte voran bist als er. Dass er vielleicht immer noch nicht so weit ist wie du oder quasi länger braucht, ja. Also das bedeutet jetzt nicht, dass hier kein Interesse ist. Ich vertiefe jetzt nicht die Situation. Wie gesagt, das ist jetzt hier keine Liebeslegung. Ich gehe jetzt hier nur noch den Karten nach den Energien und ich habe das Gefühl, dass vielleicht auch hier etwas Neues entstehen könnte. Also für diejenige, die wirklich niemand haben, könnte es gut sein, dass ihr jemand hier kennenlernen tut. Ja, dass Cupido quasi mit seinem Pfeil jemanden trifft. Und vielleicht hat er schon diese Dame getroffen, weil diese Dame ist schon verliebt. Diese Dame hat Gefühle entwickelt, die vielleicht die Kontrapart noch nicht entwickelt hat. Ja, also ihr setzt das bitte um, weil hier geht es tatsächlich um die Liebe. Man kann auch sagen, in der Liebe habe ich sehr viel Pech gehabt in letzter Zeit. Ne? Nie etwas ist gut gelaufen. Nie etwas. Was ist so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe? Aber wer weiß, ja? Liebe Jungfrau, seid nicht pessimistisch, seid optimistisch. Das sage ich jedes Mal. Denk nicht, dass es für mich leichter ist, weil ich Karten lege. Nee, um Gottes Willen. Weißt du, wie oft ich mir gewünscht habe, den richtigen Partner zu finden? Dann habe ich an mir gearbeitet. Ich habe mal wirklich dann diese Zeit genossen. Ich sage das immer wieder und sage es auch als Tipp.
Da, wo ich aufgehört habe zu suchen, ist mein Mann gekommen. Da, tatsächlich, da, wo ich mir gegönnt habe, ich habe wirklich Spaß gehabt. Ich bin jedes Weekend in Disco gewesen. Wow, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, ne? Weil es ist ja auch so, ich habe mir immer Gedanken gemacht, ich möchte den Richtigen finden, ja? Ich möchte jemanden finden, mit dem ich eine Familie gründen kann. Das waren meine Wünsche, ja? Natürlicherweise hatte ich auch Spaß, ich habe mir alles gegönnt. Aber dann habe ich verstanden, dass ich mir dieses Alleinsein richtig, richtig gönnen soll, ja. Und ich habe alles gemacht, was es zu machen gibt, ja, wenn man Single ist, Spaß zu haben, wegzugehen, mal Dinge zu machen, ja, die auch mal verrückt sind. Und dann ist mein Mann in meinem Leben eingetreten. Ja, das ist jetzt nur ein Tipp, falls du jetzt auch denkst, Katja, weißt du, ich glaube nicht an die Liebe. Doch, die Liebe kommt. Die Liebe kommt, wenn du es dir nicht also wenn du das wirklich nicht glaubst, wenn du nicht glaubst, dass diese Liebe kommt, dann kommt sie tatsächlich, ja, dann klopft sie vielleicht auch an deiner Haustüre, weil mein Mann ist bei mir bis nach Hause gekommen. Das ist auch eine eigene Geschichte, da bräuchte ich wahrscheinlich einen Tag lang, bis ich sie erzähle. Okay, für dich im Kollektiven. Ja, und mein Mann ist ja auch Jungfrau, ja. Also doch eine schöne Kombination. Immer alle haben gesagt, was? Jungfrau und Löwe? Ich weiß, ich kenne ganz viele Pärchen, Jungfrau und Löwe, die nicht so funktionieren. Nicht so. Also ich sag mal so, wenn der Wille da ist, dann ist auch ein Weg da. Weil die Jungfrau hat ihr Köpfchen und der Löwe natürlicherweise auch. Aber ich finde, man kann sehr, sehr gut kollaborieren mit einem Jungfrau. Also ich sag immer Hut ab. Jungfrau-Menschen sind wirklich haben einen sehr tollen Charakter, ja. Wie gesagt, es ist nicht einfach, in ein Herzen reinzukommen von einer Jungfrau. Und genauso ist es nicht einfach, zu einem Löwen reinzukommen. Aber wenn sie dann reinkommt, dann bleiben sie auch, ja. Das ist schön. Das sind diese Gemeinsamkeiten, die beide haben, ja. Falls du jetzt jemanden kennst, der auch Löwe ist, das könnte funktionieren. Glaube nicht, was die anderen sagen, weil wir sind nicht nur diesen Sternzeichen, liebe Jungfrau. Wir sind nicht nur Jungfrau oder Löwe, ja. Wir sind auch Seele und die Seele hat ihre Mansion. Und wenn dieser Typ der Richtige ist oder diese Frau die Richtige ist, dann wird es auch so sein, ja. Okay, mit den Tarotkarten. Okay, zwei der Münzen. Acht der Münzen. Hier ist, also ich habe das Gefühl, hier geht es tatsächlich um die Fülle von der Arbeit. Das geht hier auch um diese berufliche Situation, dass man hier quasi, wow, was Schönes. Hier geht es um eine schöne Angelegenheit. Also man hat hier etwas zu feiern, würde ich sagen, für Juni. Ja? Entweder ist es so, dass du hier etwas Berufliches geschafft hast, ja, dass du wirklich dich angestrengt hast und du kannst jetzt sagen, hurra, ja, ich habe das hinbekommen, weil du hast lauter positive Karten, du findest wieder deine Balance, das ist klar. Natürlicherweise ist es nicht einfach, aber das ist wie wenn du dich jetzt dran gewöhnen solltest an diese neue Situation, ja. Natürlicherweise kannst du auch sagen, ja, ich habe diese Dame kennengelernt, ja, und es ist so, wie wenn ich für diese Frau quasi auch etwas entwickeln könnte. Ja, ich bin gerade dabei, etwas zu entwickeln. Okay, mir gefällt das. Das ist eine schöne Situation. Natürlicherweise könnte das hier auch mit drei der Kelche und diese zwei der Münzen, könnte ich mir ja auch vorstellen, dass hier irgendwo in diese Phase hier oder auch da, wer weiß, der Neid kann ja auch kommen, weil vielleicht jemand hier weiß von der Kontrapart, also quasi, dass hier eine Dreiecksbeziehung ist. Wer weiß, das könnte ja auch gut sein. Und der Typ, der Mann hier sich auch vielleicht entscheiden sollte, ja, für eine Dame. Das andere Thema könnte hier aber auch dein eigenes Thema sein, dass du eigentlich zufrieden bist, dass du gerade wirklich niemanden brauchst in deinem Leben. Die Herrscherin, sie hat alles, was sie braucht. Sie feiert das. Sie findet das schön, ja. Sie ist gerade dabei, wirklich ihr Leben zu feiern, in eine positive Sichtweise, ja. Du findest hier wieder dein Gleichgewicht. Du versuchst dich jetzt wieder dran zu gewöhnen, hast vielleicht eine neue Stelle oder hast vielleicht auch jemand Neues kennengelernt. Das kann ja auch gut sein. Und du feierst es. Du hast eine neue Freundschaft, ja, mit dem du erstmal befreundet bist. Also ich sehe hier, dass die Karten sehr, sehr schön sind und positiv, ja. Das, was auf dich zukommt, ja, das ist etwas Tolles und du feierst es. Also wie gesagt, entweder hast du hier
eine neue Stelle, könnte ja auch gut sein, dass du hier gerade feierst. Das könnte aber auch gut sein, du bist gerade wirklich an einem Zyklus in deinem Leben, in dem du sehr viel hinter dir gelassen hast und du feierst jetzt dein Leben, dein Erfolg, das, was du hier alles bekommst. Wie sagt man das adaptare auf Deutsch? Ich versuche mich dran auch zu gewöhnen. Also gewöhnungsbedürftig sollte man hier auch das interpretieren, ja, dass man sich hier auch an diese Situation langsam gewöhnt. Ja, ich sag ja, normalerweise du bist hier wirklich eine sehr gute Person, die das wirklich hinbekommt, ja. Natürlicherweise ohne Fleiß gibt es keinen Preis, ja. Aber du kannst das wirklich sehr gut. Vielleicht ist es ja auch so, dass du gerade dabei bist, ja, diese Frau auch kennenzulernen, okay? Und du strengst dich hier auch wirklich an. Also wenn du jetzt ein Mann bist, okay? Dass du jetzt hier diese Dame kennengelernt hast. Vielleicht ist es erstmal nur eine Freundschaft. Du hast sie vielleicht auf eine Feier kennengelernt. Das könnte ja auch der Punkt sein, ja? Du warst vielleicht auf einer Geburtstagsfeier, irgendetwas und du hast eine nette Person kennengelernt. Könnte ja auch das sein. Oder zumindestens könnte hier auch das kommen, ja, dass du hier auf einer Feier, also zum Beispiel eine Geburtstagsfeier oder eine Party, eine Cocktailbar, vielleicht auch jemand begegnest. Ja, das könnte ja auch gut sein. Okay, liebe Jungfrau, ich nehme jetzt hier ein Krafttier für dich im Kollektiven. Mal schauen, ja, was dir das Krafttier mitgibt als Tipp. Wow, hier ist schon was rausgekommen. Das Frosch, eine Heilung. Ja, das könnte gut sein, dass hier wirklich diese Heilung stattfindet. Ja, dass du hier vielleicht auch Zeit brauchst, um dich wieder zu gewöhnen, wieder im Alltag. Du könntest hier auch eine Frau sein, die geschieden ist. Mit dieser Heilung wird es mir hier auch sehr kommuniziert. Der Heiler in dir erwacht. Wow, ha! Natürlicherweise könntest du hier auch ein Potenzial haben. Alte Emotionen, Verletzungen können jetzt heilen. Der Heiler in dir erwacht. Es ist wie wenn du diese Heilung brauchst, ja. Diese ganzen Emotionen, das, was dir hier nicht gegeben worden ist, vielleicht auch beruflich, ja, hast du sehr viel mitgemacht. Man macht nicht nur in der Liebe. Nicht nur die Liebe kann einen verletzen, auch den Job, die Menschen, die darum sind, also quasi um den Umfeld. Die Familie kann das auch sein, ja. Aber du siehst hier, hier ist die Heilung. Also der Heiler in dir erwacht. Das ist wirklich ein schöner Titel bei dir, ja. Und das merkt man hier. Ich sag ja, du findest wieder langsam dein Gleichgewicht. Du kommst zu einer tollen Situation. Die Fülle ist hier da, ja. Auch beruflich. Du hast hier etwas zu feiern, würde ich sagen, ja. Also du setzt das jetzt um, ob du Frau oder Mann bist, ja. Jetzt nehmen wir noch eine Schutzkarte. Für dich im Kollektiven. Was brauchst du hier für einen Schutz oder Schutzkarte, Glückskarte? Entschuldigung, ja, ich nenne sie auch Schutzkarten, weil hier zu viele Schutz, sagen wir mal, zu viele Schutzkarten sind. Fruchtbarkeit, ewige Jugend, ja. Du hältst dich sehr gut und ich sag ja immer, das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern was fühlt man sich, wie alt fühlt man sich, ja? Kosmisches Bewusstsein, ich sag ja, das passt perfekt zusammen, weil du hier diese Heilung hast, weil hier. So, liebe Jungfrau, kurze Unterbrechung, Speicherkarte überfüllt, ja, der Wahnsinn. Okay, gut, hier hast du noch alte Glückszahl, das passt hier perfekt, ja, das brauchst du ja auch wegen den Neid. Okay, so, ich gucke jetzt, ob das auch aufnimmt. Speicherkarte überfüllt, zum Glück, ja, zum Glück habe ich noch hier die letzten Karten gezogen, sonst hätte ich das noch mal machen müssen, aber ich sage danke, danke. Okay, ich gucke jetzt hier noch am Ende. Deine Energien, ja, mit dem du zu tun hast, deine anderen Sternzeichen, das könnte hier aber auch dein Aszendent, Mond- oder Venus-Sternzeichen sein, ja. Guck mal, du hast hier einmal Skorpion, dann einmal Venus, Venere, Stier hast du hier, Waage, du hast hier Zwillinge. Und zu guten Letzt hast du hier Krebs, ja? Also, liebe Jungfrau, wenn du jetzt sagst, ich habe mit dieser Legung resoniert, dann freue ich mich wahnsinnig über einen Feedback und einen Daumen nach oben. Wenn du jetzt sagst, nee, Katja,
diesmal war nichts für mich dabei. Dann denke einfach so, liebe Jungfrau, nächstes Mal kann für dich etwas dabei sein, ja. Das ist klar, dass ich nicht jedes Mal für jeden etwas parat habe. Ja, wir sind ganz viele Menschen, okay? Also, liebe Jungfrau, natürlicherweise wünsche ich es dir toi toi von Herzen, dass diese Fülle hier zurückkehrt, dass du hier diesen Gleichgewicht auch wieder findest, ja, den du vielleicht irgendwo verloren hast und vor allem diese Heilung. Das ist sehr, sehr wichtig, ja. Deswegen habe ich auch die Karten genommen, weil ich finde, sie geben einem sehr viel mit, ja. Okay, pass auf dich auf, liebe Jungfrau. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao.